Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, hier ist der Christian und ich bin der Sascha und wir haben heute den 26. April und am 26. April ist ja so viel wieder passiert. Richtig. Irgendwann früher. Geburtstagskind des Tages. Ist? Kevin James. Kevin James. Findest der beliebte Doug Heffernan. Findest du ihn gut? Ich finde ihn lustig. Echt? Ich finde ihn richtig gut. Ich bin absoluter Doug Heffernan-Fan. Doug Heffernan Hauptdarsteller in King of Queens. Also ist ja schon so, ihr seid so vom Typ her seid ihr so ähnlich, ne? Ja, deswegen finde ich ihn wahrscheinlich gut. Also ja. Ich identifiziere mich mit ihm. Ja, ja. Und kennst du den Film Kindsköpfe? Nee, ich gucke den nicht. Ich finde also, ihn nicht so. Der ist echt gut. Also an der Stelle, Kevin. Kaufhauskopf oder sowas habe ich. Der war jetzt nicht so gut. Kaufhauskopf war jetzt nicht so gut, ja. Nee, aber wie gesagt, King of Queens und die Kindsköpfe. Nee, also den brauche ich irgendwie wie ein Loch im Kopf. Den und Adam Sandler finde ich gar nicht so toll. Ich sag Kevin alles Gute. Ja, ja trotzdem alles Gute, ja, ja, ist klar. Aber am 26. April 2007 bestieg. Ja. Wie heißt er? Ja. Warte mal. Da sehen wir ihn schon mal. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mizan Zainal Abidin bestieg den Thron von Malaysia. Das war 2007 am 26. April. 26. April, auch leider bekannt. Für die Katastrophe von Tschernobyl. 1986, 26. April, war der größt anzunehmende Unfall, ein GAU. Ja. Schwerster Reaktorunfall der bisherigen Zeit. Setzte eine radioaktive Wolke frei, die es bis nach Deutschland geschafft hat. Und dieser zerstörte Reaktor, den man hier sieht, ja, wurde anschließend mit einer damals provisorischen, mit einem provisorischen Betonmantel abgedeckt. Ein Pflaster. Ja, genau, ein Pflaster drüber geklebt. Ach, da strahlt es ein bisschen. Ja, das war 1986. Am 26. April 1986 war Tschernobyl. Richtig. Der Typ da aus Malaysia hat den Thron bestiegen. Und Kevin James hat Geburtstag. Kevin James hat Geburtstag. Da Kevin. Ja. Das Wissen könnt ihr jetzt rausnehmen und könnt ihr erzählen und angeben und sowas. Ist ja gut. Aber ich fliege irgendwo. Und ja, und ich sag Cheerio, bis Sophie, bis morgen. Peace. Peace? Peace, Frieden. Ja, was Peace heißt, weiß ich. Ich wink noch ein bisschen. Ja, wink noch ein bisschen. Einmal mit Profis arbeiten.